Servus, liebe Zuschauer. Wir begrüßen euch, Mike und ich. Ja, genau. Grüße dich, Thomas. Ich grüße euch alle. Danke dir. Und wieder, ich gehe von meiner Mutter, wurde mir immer gesagt oder wird mir noch gesagt, Gott sei Dank geht es ihr noch gut. Man kann nicht oft genug Danke im Leben sagen. Deswegen bedanke ich mich heute auch wieder für die zur Verfügungstellung dieses wunderschönen Ambientes hier. Salongespräch. Besser kann man es nicht bezeichnen. Gerne, gerne. Wir müssen den Zuschauer informieren. Jetzt haben wir, müssen wir fast schon uhrzeitmäßig, 16.15 Uhr am Mittwoch, den 26.08. Da ist die Aufzeichnung. Und heute Vormittag war die Meldung, und die geht durchs Netz, da brennt gerade alles, dass der Innensenator Geisel vom Berliner Senat die Demonstration, so heißt es jedenfalls auf der Pressemitteilung der Berlin.de-Seite, die Demonstration am 29.08. verboten wird oder verboten ist jetzt. Genau. Wie ist deine Einschätzung? Also nochmal kurz, weil wir ja das Video später senden, werde ich jetzt nicht darauf eingehen im Detail, was morgen oder übermorgen passiert, weil das kann ich nicht wissen. Aber meine Einschätzung ist die, wir haben im Moment eine Situation, wo ich auch im Netz verschiedene Nachrichten gehört habe von Alternativmedien, die sagen, angeblich sei nun doch diese Demonstration nicht verboten. Ja. Ich kann das nicht einschätzen, das ist nur der aktuelle Stand. Also, was für mich viel wichtiger ist, weil wir ja heute nicht mehr aktuell sind, wenn das Video veröffentlicht wird, ist darauf hinzuweisen, die Idee, warum überhaupt so etwas in den Raum gestellt wird. Ja, warum agieren die Politiker, wie sie im Moment agieren? Wunderbar, genau. So, das kann man ja dann wunderbar sehen am Samstag, wenn die Demonstration stattfindet oder auch nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie stattfinden wird mit oder ohne Genehmigung, dass genügend Menschen dort erscheinen werden. Und dann werden wir auch sehen, wie die Reaktion der Behörden ist, was die da wirklich machen und wie weit das eskaliert oder auch nicht eskaliert. Aber entscheidend für mich jetzt in der Situation ist die, dass ich aus der These, die wir ja in unseren Videos schon öfter jetzt versucht hatten darzulegen, für mich sich zwei Dinge ergeben. Folgt man meiner These nicht, hat man viele Optionen und kann sagen, ja, die Politiker, die sind größenwahnsinnig. Man fragt sich, wie kann jemand überhaupt so größenwahnsinnig sein, solche Ansagen zu machen, weil wir wissen ja, wie die Menschen betitelt werden als Rechtsextreme und was sie sich da alles einfallen lassen. Mörnern und Steinewerfern verglichen, also, ja, gleich Kategorie. Ja, also wird wieder in Schachteln gepackt, ja, das wissen wir, kennen wir aus der Klimaleugnergeschichte. Ja, ja, genau, also, gleiches Prinzip. Glaubst du an eine Sache nicht, wirst du immer klassifiziert ins Negative. Ist eigentlich sehr unpopulär in der Zeit, in der wir jetzt sind, sowas in die Öffentlichkeit zu posaunen, weil mit einem gesunden Menschenverstand kann man sich doch sagen, auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt so weit sind, wie sich, sagen wir mal, in der Überlegung sind, zu der Demonstration zu gehen, sie hören doch von der Demonstration alleine durch den Mainstream, dass sie abgesagt wird. Also wenn jetzt ein normaler Durchschnittsmensch, ich bezeichne ihn immer so, jetzt sagt, ach, da ist eine Demonstration, wusste ich ja gar nicht. Wogegen? Ach, gegen Corona? Ach so, da sind alles Verschwörungstheoretiker. Ach so, die wird jetzt nicht genehmigt. Da ist doch eine Gefahr bei, dass ein Teil dieser Menschen auch sagt, wieso dürfen die nicht demonstrieren? Ich dachte, das ist eine Demokratie, in der wir leben. Das doch, darf man doch demonstrieren. Sind das alles Rechtsradikale? Also, lange Rede, kurzer Sinn, man weckt damit auch wieder Menschen. Nämlich die, die unter Umständen gar nichts über die Demonstration großartig erfahren hätten, wenn es denn nicht im Mainstream erwähnt worden wäre. Darf ich da kurz einhaken? Bitte. Weil das halte ich für unheimlich wichtig, liebe Zuschauer auch. Die meisten, die uns oder auch meinen Kanal und auch unsere Salongespräche hören, sage ich mal, wissen auch, dass diese Demonstration, also wissen das seit Anfang an, seitdem sie angemeldet ist, Anfang August, dass diese Demonstration geplant ist und stattfinden soll am Samstag, den 29.08. Wir müssen uns aber auch mal vergegenwärtigen, dass es genug Leute gibt,
die davon wirklich nichts wissen, genau, und nichts gehört haben. Leute, genau, es ist nicht so, dass das 80 Millionen Bundesbürger jetzt wissen. Genau. Ja? Und da hat der Mike wirklich einen tollen, wie soll ich sagen, ja, einen Gedanken, dass das eigentlich, wenn sie es im Mainstream jetzt so, müssen sie ja melden auch, so breit auch melden, übrigens Tagesschau hat es aufgemacht und alle, dass die eigentlich wissen müssten, dass es kontraproduktiv ist. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Ja? Jetzt kannst du dich wieder fragen. Sind die so dumm? Ja, genau. Das ist die Frage, die ich mir ja schon den ganzen Tag heute stelle. Ja. So, und jetzt müssen wir wieder zurückkehren, bitte, zu dem, wie ich dieses Thema jetzt angeschnitten hatte, über Thesen. Ja. Ja. Man kann 1000 Thesen aufstellen, aber irgendwann wird man zu Schlüssen kommen und sagen, das ist logisch für eine These und dann gibt es eine Antithese, die auch logisch erscheint, wenn man der folgt. Genau. Aber 35.000 Thesen werden immer unlogischer. Ja. Also man muss seinen Menschenverstand einschalten. So, wenn man also jetzt meiner These folgt, meine These ist ja die, ich wiederhole das nochmal. Meine These ist, dass unser System über Jahrhunderte, mindestens seit Jahrzehnten kontrolliert wird von einer Gruppierung von Menschen, die ich nicht im Detail kenne, die auch nicht solche Leute wie die Politiker, siehe Obama, Merkel etc. sind oder waren. Sie sind nur Teil davon. Mhm. Auch ein Rockefeller, Rothschild, die auch zu der Kategorie gezählt werden, könnt jetzt noch andere Namen erwähnen, auch die haben eine gewisse, sagen wir, Position in der Hierarchie. Mhm. Sie sind aber immer noch nicht die, von denen ich spreche, von denen ich glaube, dass sie existent sind. Der Vatikan, den hatte ich auch schon erwähnt, ist ein großer Teil, der dazugehört. Allerdings nicht unbedingt die Person, die wir im Vatikan nach vorne gestellt sehen. Die haben ihre Autorität. Genauso wie Merkel eine Autorität hat oder irgendein Politiker oder irgendein Wirtschaftsboss. Aber sie sind immer noch nicht die wirklich Führenden. Mhm. Darum müssen wir auch sehr, sehr wachsam sein bei all dem, was jetzt noch passiert. Auch bei Trump, auch bei Putin. Ohne dass ich einen von denen, die ich jetzt erwähnt habe, den beiden, etwas Negatives unterstelle. Aber ich weiß nicht, wo wirklich nachher das Ende der Kette ist von dem, was gerade sich hintereinander ereignet. Sicher ist allerdings, dass sich im Moment etwas ereignet, was jeder von uns, je nach Wachheitsgrad, deutlich zur Kenntnis nehmen muss. Er kommt nicht mehr dran vorbei. Also selbst Menschen, die nicht in alternativen Medien informiert sind, werden durch den Mainstream und die Ereignisse, die passieren, einfach nicht mehr in ihr normales Leben zurückkehren. Und kehren auch nicht dorthin können zurück. Auch, ja. Sie können es nicht und sie können es, weil sie es nicht können, natürlich auch, sagen wir mal, besser begreifen, dass da etwas passiert, was aus ihrer Sicht nicht normal ist. Wenn wir meiner These wiederum weiterfolgen, dass dieses System einen Download braucht, ja, entweder in Form eines neuen Upgrades oder einer völlig neuen Software. Heißt also, die Software, die wir vorher hatten, die unser System kontrolliert hat, wird entweder geupgradet, das ist der negative Aspekt. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Die Antithese meiner These ist, oder wir kriegen ein völlig neue Software. Nennen wir es Betriebssystem. Das ist die Basis für jeden Computer. Nennen wir es so, du bist da noch besser im Thema als das, ich. Also ich ohne das geht gar nichts. Ja, ich habe es also nur versucht, mit meinem Wissensstand. Ja, das würde ich noch präziser bezeichnen. Genau, mit meinem begrenzten Wissensstand habe ich versucht, das darzulegen. Endlich gibt es was, wo ich besser bin. Ja, du. Bitte, nicht immer in die Richtung, denn wir, kleiner wir Schatz, beide, ich weiß, danke jeder dir. Macht hier seinen Job so gut er kann und hat Spaß daran. Ja? Genau. Also, wenn ich nochmal darauf eingehe, wir haben eine Situation, die man aus verschiedener Sicht unterschiedlich beurteilen kann. Meine Sicht der Dinge ist so, dass ich mich mit dem Mainstream auseinandersetze, nicht mehr so wie früher mit Glaubenssätzen, sondern dass ich sage, ich schaue mir das an und dann erkenne ich mehr und mehr die Lügen dahinter. Das ist für mich wichtig. Mhm.
Und die alternativen Medien, da bin ich auch skeptisch. Da sage ich nicht zu jedem, der alternativ ist, was er da postet oder sagt, ist richtig. Egal, ob er es gut oder schlecht meint, weiß ich alles nicht. Ja, ich bin ja kein Hellseher. Aber wenn also meine These stimmen sollte und man folgt ihr, dann würde dieses System jetzt, in dem wir uns momentan befinden, immer mehr kollabieren, weil, ich hatte das schon mehrmals erwähnt, die oberste Befehlskette, die also letztlich die wesentliche Agenda nach unten durchstrukturiert weitergibt, dass die nicht mehr ihre Befehlskette nach unten geben können, weil sie schon längst gehindert sind daran. Aus welchem Maß genau, ob sie, wenn man jetzt von Verhaftungen spricht oder Liquidation quasi, ja, oder was auch immer da im Hintergrund passiert, das kann ich nicht sagen, ich bin kein Insider. Aber es macht für mich Sinn, weil dann nämlich das, was jetzt unten noch passiert, also sagen wir mal in den Regionen um die Politik, ja, und bei den Wirtschaftsbossen oder denen, die da was zu sagen haben, die folgen noch der Agenda, weil sie diese Agenda weiter publiziert bekommen von der von dem Netzwerk, von dem sie glauben, dass es immer noch das ist, wo diese Elite steht. Und ich, meine Überzeugung momentan ist immer noch die, dass dort die Hinterleute hinter Trump und Putin, wahrscheinlich sogar hinter dem chinesischen Führer, als eine Einheit stehen, die schon vor Beginn der Kanzlerkandidatur von Trump schon längst in diesem System infiltriert sind und waren. Und nicht erst seit 10 Jahren, sondern schon immer. Wir haben in der Welt ein Konstrukt von zwei Kräften, die schon immer gegeneinander arbeiten. Das heißt, es ist das Positive, wenn wir so wollen, wenn wir es so benennen wollen, was der Menschheit positiv gesonnen ist, ja, für Freiheit steht. Und wir haben die Kraft, die gegen das System der Freiheit, sondern der Kontrolle steht. Ja. So, diese beiden von sich aus direkt gegenüberstehenden Konzepte geistiger Art, man kann das als Yin und Yang genauso bezeichnen, ja, die haben eine, sagen wir mal, Kampf, der hinter den Kulissen geführt wird. Und solange wir Menschen aber auch noch den inneren Kampf mit uns selber führen, also ein relativ großes Ego haben, uns einem System eher beugen, wo die Ausbeutung Basis ist, und uns nicht genügend hinterfragen, uns selbst und dieses System, haben die, die uns letztlich helfen würden, wollen, schlechte Karten, weil sie können das nicht tun, wenn die Mehrheit der Menschen ihnen gar nicht folgen will. Nicht will, ja. Ja, du kannst keinen Politiker absetzen, um der Menschheit Gutes zu geben, wenn die Bevölkerung den Politiker liebt. Richtig. Glaubt an ihn. Ja. Das heißt, du würdest dann, obwohl du jetzt von der, sagen wir mal, positiven Seite kämst, du würdest von dem Großteil der Bevölkerung nicht akzeptiert. Und du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Du müsstest sie dann zwingen zu dem Glück. Und das widerspricht jeder Logik von Menschen, die den freien Willen respektieren. Der freie Wille ist ein gottgegebenes Grundprinzip, auf das das ganze Universum basiert, dass die Dinge passieren aus freiem Willen, weil sonst wäre Gott ein Dogmat, der bestimmt, was du in deinem Leben tust, und dein ganzes Leben wäre praktisch nur ein Schauspiel, was du nach einer Rolle zu spielen hast, die man dir aufdoktriert hat. Du hast keine freie Entscheidung. Ja, das ist jetzt ein spiritueller Gedanke, den ich mit einbringe. Ja, ich lass mich kurz einhaken, weil ich es ganz wichtig finde. Den Gedanken, man kann hier nicht irgendwas überstülpen von außen, wenn das Volk da gar nicht mitmachen will oder wie du es gesagt hast. Ja, das ist vollkommen klar. Aber damit wird für mich wieder die Geschichte noch klarer, dass das
Volk, sage ich mal, durch bestimmte Maßnahmen dahin geführt werden und ihnen es gezeigt werden soll und dass sie von selber drauf kommen und dadurch dann 2 Millionen Leute am 17. Juni stehen, zum Beispiel. Du siehst, wie ich hier mit dir mit Rhythmus schwinge. Ja. Wir schwingen gemeinsam. Also ich bin da schon, ich erkenne das immer mehr. Ja, ja, ich freue mich ja nur, weil wir beide im gleichen Moment die gleichen Gedanken hatten. Du hast sie jetzt zur Ausdruck gebracht und für mich ist das wirklich meine These. Ja? Den Menschen muss es gezeigt werden. Ja. Aber nicht auf eine Art und Weise, wo ich deinen Kopf nehme und gleich tief in die Erde drücke, sondern ich muss ein gewisses Maß haben. Dazu musst du aber auch ein Empfindungsbarometer in dir haben, also die, die uns jetzt dorthin führen, müssen emotional, geschult, geistig, empathisch, so weit sein, dass sie eben nicht das reine Ego verkörpern. Das unterstützt wieder meine These, dass wir hier, wenn dann meine These stimmt, auf dem positiven Weg sind und erfahren dabei Negativität, die nach außen gezeigt werden muss, damit die Menschen das verstehen. Ich gehe noch mal ganz kurz zu dem System, in dem wir leben. Dieses System hat als Grundlage, damit es überhaupt funktionieren kann, 2 Basisaspekte. Das eine ist die Möglichkeit, Menschen Angst einzujagen, denn durch Angst erzeugst du immer destruktives Denken in denen, die die Angst erfahren. Und wenn jemand destruktiv denkt, hast du als derjenige, der die Angst ja schürt, der weiß ja, was er macht, die Oberhand. Das heißt, du bist in einer besseren Position. Ja. Und der zweite gravierende Aspekt ist das System, in dem wir leben, dass es das Geldsystem gibt. Kommen wir wieder genau dahin. Richtig? Das Geldsystem ist die Stütze des gesamten Systems. Alle Menschen sind steuerbar bis zu einem gewissen Grad, je nach Empathie und je nach geistiger Wachheit, über Geld. Selbst wir beide, die wir jetzt hier sitzen und schon an dem System rumkriegen. Weil wir sind ja auch sozialisiert worden so und so weiter. Die Gründe sind immer die gleichen. Genau. Aber wir beide, die schon ein bisschen gegen dieses System aufstehen, wenn man so will, selbst wir sind in diesem System genötigt, gewisse Dinge zu machen. Genau. Weil sonst haben wir kein Essen. Weil ich habe kein eigenes Stück Land, wo ich mein Essen selber erzeuge. Damit fängt es schon an und so geht das weiter, bis hoch zu den Strukturen, die eben in diesem System ganz bewusst Menschen benutzt werden, die über das Geld kontrolliert werden. Wenn du eine Position innehast in dem System und diesem System folgst, wo du, sagen wir mal, so und so viel Geld verdienst, dass du damit mehr als einverstanden bist, zufrieden, dann wirst du nicht gerne wollen, dass dieses System sich verändert. Mhm, genau. Es sei denn, jemand bietet dir was Besseres an. Aber solange das nicht der Fall ist und dieses System kontrolliert alles, wirst du nichts Besseres angeboten bekommen. Wenn du also ein Politiker bist, der in einer gewissen Situation ist und sich ein Haus für 4 Millionen, 5, 8, 10 oder 3 oder was auch immer kaufen kann und Chauffeur hat und weiß der Kuckuck all die positiven Aspekte dabei. Privilegien, ja. Der vielleicht in der freien Wirtschaft nicht mal 1% von dem erwirtschaften könnte, dann wird dieser Mensch unter Umständen sehr wohl dafür kämpfen und wird auch Befehle und Anordnungen entgegennehmen, die dir und mir merkwürdig erscheinen. Und wird vielleicht sogar sagen, eine Demonstration am 29.08. wird abgesagt, aus den und den Gründen. Weil er diesen Befehl bekommen hat, das zu sagen. Nicht, weil er das sich unbedingt selber ausgedacht hat. Aber er folgt der Agenda. Und wenn er das nicht macht, wird er den Job nicht mehr lange haben. Leute, das ist eine schlüssige Erklärung. Natürlich, das ist ein Aspekt. Und dann gibt es viele unter denen, die diesem System folgen, die erpressbar sind. Die aus Gründen, was auch immer, sich nicht die Blöße geben können, gegen jemanden zu agieren, sondern wissen wenn sie das nicht machen, passiert das und das. Das ist jetzt nichts Neues, was ich sage. Ja, das haben wir in Spielfilmen gesehen, das haben wir in Kinos gesehen, in unterschiedlichen Varianten. Aber wir Menschen neigen dazu,
das einfach zu unterdrücken. Darum hatte ich im letzten Video gesagt, die Akzeptanz der Eigenverantwortung für jeden Einzelnen von uns ist so wichtig. Wir müssen selber mit unserem Geist, mit unserem Gefühl, all das, was uns als Menschen auszeichnet, müssen wir die Dinge versuchen, so gut wie wir können, zu beobachten und dann auch dementsprechend reagieren, nicht nur agieren. Ja. Ja, sondern wir müssen auch Reaktionen zeigen auf das, was geschieht, und nicht nur blind irgendwo hintappeln. Darum sage ich auch, egal was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten passiert, nehmen wir an, alles verläuft im positiven Sinne, ja, sodass wir aus dem Irrsinn langsam rauskommen. Das ist eine Variante, von der ich ausgehe, dass sie eintreffen wird. Selbst dann bin ich weiterhin in der Beobachterrolle und beobachte sehr genau, was dort passiert. Und wenn ich Ansatzpunkte merke, dass da irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich harmonisch weiterlaufen sollte, dann werde ich skeptisch und folge nicht einfach nur allem, weil es jetzt besser ist als vorher. Ich will damit sagen, ich würde jedem immer den Rat geben, egal wer jetzt aus dem Untergrund auftaucht als der große Führer, ja, nehmen wir mal an, eine Person wie Kennedy käme auf einmal und würde, man würde uns erzählen, das war nur fingiert, der lebt. Da ist er. Ja? Und er ist der Sohn von John F. Kennedy, ja genau. Und der spricht besser noch als Trump, noch offener mit uns und gibt uns noch mehr das Gefühl, alles ist toll. Ja. Dann würde ich in erster Instanz erstmal sagen, das klingt ja gut. Aber trotzdem würde ich ihm nicht blind folgen. Und wenn das nicht passiert, wenn zum Beispiel jemand sagt, da ist Jesus, und es gibt Beweise, weil dieser Mensch dann auf einmal vom Mainstream und von allen Seiten gezeigt wird, dass er Wunder vollführt. Ja, er lässt vielleicht einen Toten wieder auferstehen. Oder heilt Kranke. Heilt Kranke, was auch immer. Ja. Ja, ich meine das ernst. Ja. Rein theoretisch wären unter Umständen möglich. Ja. Und man macht uns ein Schauspiel, wie er vom Himmel steigt oder was auch immer. Auch dann wäre ich skeptisch. Ich sage immer, die Worte, die Jesus gesprochen haben soll, wenn es ihn denn gab, ja, wovon ich ausgehe, dass das der Fall ist, aber ich weiß es auch nicht, ich war nicht dabei, waren an ihren Taten sollt ihr sie erkennen und nicht an ihren Worten, weil die Worte stehen immer vor den Taten. Und solange die Taten nicht geschehen sind, gibt es für mich keine Veranlassung zu sagen, ich glaube dem hundertprozentig, was dort geschehen ist. Wunderbarer Hinweis. Und das ist übrigens ein Zitat, glaube ich, aus unserem allerersten Salongespräch. Kann sein. Ja, das hast du, das ist auch wirklich ein wichtiges Zitat. Ich würde jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen oder darauf kommen, vielleicht eine Frage einfach, stehen wir vielleicht wirklich immer noch erst ganz am Anfang in dem Aufwachprozess der Leute, wenn man sich überlegt, es ist jetzt schon eine Menge, es können 1-2 Millionen Leute werden, die da hinkommen nach Berlin, warum auch, ob genehmigt oder nicht. Und da gibt es noch eine bestimmte Anzahl von Leuten, die auch der Meinung sind, aber sich noch nicht trauen oder aus verschiedensten Gründen das nicht tun. Also es gibt ja nicht nur die 2 Millionen und sonst niemanden mehr, der nur die, die in Berlin sind. Das ist ja nicht so. Aber worauf ich hinaus will, ich habe den Eindruck, dass das bestätigt sich jeden Tag. Unser Titel auch der letzten Reihe, der letzten Folgen mit die Dynamik erhöht sich, ja. Erhöht sich immer mehr. Dass es auch jetzt sich erhöhen muss, weil ich denke dran, die Leute, wir haben gerade darüber geredet, dass es genug Leute gibt, die gar nicht wissen, dass es eine Demonstration gibt. Ja? Und wie viele Leute können sich denn jetzt schon geistig vorstellen, dass wir auf dem Weg, wenn unsere Thesen, ich nenne sie mal unsere Thesen mittlerweile, weil ich übernehme sie auch, stimmen, dass wir in eine Metamorphose oder in einen Umwandlungsprozess reinkommen, der am Ende, wo am Ende was steht, was sich viele, viele Leute so heute gar nicht vorstellen können. Stichwort Finanzsystem, Stichwort
wie unser Leben weiter hier, wie wir das uns gestalten und so weiter, ja. Also da ist doch noch ein Riesenstück Arbeit da, oder wie siehst du das? Ja, natürlich. Also ich meine, die Arbeit, die im Einzelnen noch geschehen wird, die ist relativ natürlich zu sehen, weil ich nicht beurteilen kann, wie viel hinter den Kulissen schon installiert wird. Okay. Schau mal, unser Geldsystem basiert auf Zinseszins, ja, also Zins und Zinseszins, aber selbst wenn es nur Zinsen gibt, klingt das für die Menschen ja erstmal schön, okay, ich gebe 100 Euro auf die Bank und kriege dann Zinsen, wenn es das gäbe wieder. Ja? Das hat schon einen gewissen Reiz für den, der Geld hinlegt und dann Zinsen dafür bekommt. Ja. Auf der anderen Seite ist aber die Konsequenz immer die, der das Geld besitzt, also der das Geld druckt, kriegt Zinsen. Mhm. Und diese Zinsen stehen immer über den Nennwert, den du jemals als Zins bekommen wirst. Und darum werden alle Menschen grundsätzlich, egal wie viel Geld sie haben oder auch nicht haben, immer in einem Schuldsystem arbeiten. Mhm. Wenn Geld ein reines Wechselpotenzial hat, also Tauschpotenzial, genau. Mhm. Ohne Zins, ohne dass der das Geld herstellt, also ich meine nicht physisch nur herstellt, sondern der als Bank, Zentralbank, wie auch immer geartet, dieses Geld besitzt. Mhm. Wenn der dieses Geld gibt, also ein Staat zum Beispiel, das Geld selber druckt auf Grundlage von Werten, mhm. die der Staat ja repräsentiert alleine durch seine Bevölkerung, die Infrastruktur, alles an Immobilien etc., also einen Staat, der hat Wert. Mhm. Ja? Auch das, was du herstellst als, sagen wir mal, Know-how, ja. hat Wert. Ja. So auf Basis dessen kannst du einen Staat bewerten und kannst auch seine Finanzgeldstruktur bewerten, dass du sagst, dieses Geld hat mehr Wert als das Geld eines anderen. Ja, Landes. Ja. Das kannst du noch unterstützen, wenn man den Goldwert nimmt. Aber Gold ist auch nur eine Illusion, solange man an Gold glaubt. Wenn irgendjemand sagt, ich habe die Schnauze voll von Gold, ich will lieber Stahl, Eisen oder sonst irgendwas, dann kannst du Gold auch nicht mehr als Sicherheit nehmen, weil es nicht mehr interessant ist. Nehmen wir mal an, in ein paar Jahren findet jemand eine Goldquelle, wo der Mount Everest voller Gold ist. Dann ist es wertlos. Ja. Aber ein Land, ein Staat, eine Nation, die Werte erschafft durch Know-how, durch Technik, durch Arbeit, durch Infrastruktur. Leistung, ja. Mhm. Da kannst du nicht auf einmal sagen, ja, ich habe einen Staat im Mount Everest gefunden, der ist jetzt besser als der Staat. Ja, okay, das ist ein guter Vergleich, ja, komme ich mit, verstehe ich. Ja. Also ein Geldsystem muss immer auf der Basis, meiner Überzeugung nach zumindest, laufen, dass das Geld eine Bewertung hat aufgrund derer, die das Geld in Umlauf bringen. Aber nicht als Besitzer, um dafür Zinsen zu erlangen. Ja. Dann bist du im Schuldsystem. Und unsere Welt basiert auf Schulden. Guck mal, die Europäische Union wird doch hochgehalten als ein super Konzept von denen, die da Befürworter sind. Ja, ja, wunderbar. Dieses Konzept hat sich schon selber blamiert, weil jeder Staat innerhalb der Europäischen Union mit Milliarden verschuldet ist. Wenn dieses Konzept also so toll wäre und es so gut war und clever, dass man diesem Konzept beitritt, warum ist denn jeder Staat so hoch verschuldet? Richtig, schöne Frage. Ja, also da ist doch ganz einfach, weil es ein Schuldsystem ist. Die USA sind genauso hoch verschuldet. Ja. Es gibt kein Land, was nicht verschuldet ist. Russland, alle. Weil das ein System ist, verstehst du? Geldsystem. Ja, was ja, das basiert. Ist immanent quasi. So, und wer dieses Geldsystem kontrolliert, kontrolliert die Welt. Mhm. Klingt total logisch. Und wenn du glaubst, dass es nur eine Bank ist, die das kontrolliert, dann bist du wieder an dem Punkt, dass du die Agenda nicht verstanden hast. Genau, es geht ja nur noch viel höher als die Bank, die einzelne. Und keine Zentralbank der Welt ist in dem Sinne alleine für einen Staat verantwortlich, sondern immer für sich selbst. Ja. Wenn die Zentralbanken der Welt aber Institutionen von Privatmenschen sind, die diese Banken besitzen, und kein Staat der Welt hat Einfluss auf die Zentralbank. Trump hat das ja gerade geändert vor ein paar Monaten. Mit der Fed, ja, genau. Darum glaube ich ja auch an meine Passt Darlegung. In dein Konzept, ja. Genau.
Ich habe also all diese Abschnitte zusammen gesehen und dann habe ich versucht, passt das? Nein, raus. Passt das? Ja, dann passt's. Mhm. Und nur dann, wenn es passt, nehme ich es auf. Wenn es nichts passt, dann muss ich neu überlegen und sagen, habe ich einen Denkfehler gemacht. Ich sage nicht einfach, nee, das gefällt mir nicht, pack's nicht rein, also stimmt's nicht. Nein, nein, ich kontrolliere das. Und wenn ich merke, da ist etwas, was schlüssig ist, dann ändere ich auch mein Denken. Ja? Und das will ich auch jedem Zuschauer raten. Egal, was ich jetzt hier sage, überdenkt alles selbst. Mhm, hier können Menschen bei sein, die Reaktionen zeigen und sagen, das ist ja ein Spinner da mit dem Thomas. Ja? Mhm. Die gibt's auch, die habe ich gelesen. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und das sollen sie auch sagen, wenn sie es denken. Wenn ich jemand anregen kann zum Nachdenken und er sagt dann, Moment, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, genau. Und benutzt das dann in seinem Denkschema, ja, und macht sich dann seine eigenen Schlüsse. Das halte ich persönlich für vernünftig. Egal, ob er dann mit mir d'accord ist oder ob er sagt, aha, er hat mir zwar einen Anstoß gegeben, aber trotzdem bin ich anderer Meinung. Das kann dich doch nur als Mensch weiterbringen, wenn du dich selber die Eigenverantwortung deines Denkens und die Eigenverantwortung deines Tuns wirklich als Spiegel nimmst mit der Gesellschaft, mit jedem gegenüber und dich immer im Nachhinein fragst, habe ich das richtig oder falsch gemacht? Ja. Ohne dich dabei zu verurteilen, sondern nur festzustellen. Ja, richtig. Und ja. Mit gesundem Menschenverstand versuchen, dich dann in die Situation wieder zu versetzen und zu sagen, okay, das könnte ich hier besser machen. Und nur so ist doch Fortschritt möglich. Wenn wir das nicht tun, würden wir doch stehen bleiben in unserer Entwicklung. Ja, die letzten Jahre sind wir doch stehen geblieben. Total, richtig. Das liegt an dem System, weil es gewollt war. Ja. Wir sollten uns nicht weiterentwickeln. Wenn du dir überlegst, schon vor Hunderten oder Tausenden von Jahren waren die Menschen in der Lage, mit Eisen und Stahl zu arbeiten. Hatten schon das Rad erfunden, ja. Konnten schon mit Metall umgehen, mit Holz, konnten Häuser bauen, Kanalisationen bauen. Ich rede jetzt nicht von den Hochkulturen, ja? Ich rede jetzt mal von dem Mittelalter und kurze Zeit davor. Ja. So, sie haben doch eine extrem lange Zeit auf einem geistigen Niveau gearbeitet, wo es keinen wirklichen Fortschritt gab. Das stimmt, das stimmt. Und warum braucht denn ein Mensch so lange, um dann die Technologie zu einem, sagen wir mal, Punkt zu bringen, wo du anfängst, Maschinen herzustellen. Dampfmaschine zum Beispiel oder so, ja genau. Mhm. Hätte doch rein theoretisch schon Jahrhunderte vorher passieren können. Die Grundlagen waren doch da. Ja. Es musste ja nicht was vom Himmel fallen, was dir vorher nicht da war, auf dieser Erde vorhanden war. Ja. Also die Werkmaterialien, das Werkzeug, das war schon lange da. Und auf einmal macht es dann Klick. Und wenn du die letzten Jahre nimmst, seitdem die Dampfmaschine erfunden wurde, bis, sagen wir mal, bis vor 10, 15 Jahren, da ist doch die Technologie in den Himmel geschossen im Verhältnis zu den letzten 2000 Jahren. Wahnsinn, nicht vergleichbar, ja. Es ist so, als wäre da jemand außerirdisch gelandet und hätte uns Techniken gezeigt, die wir vorher nicht hatten. Mikrotechnik, Quantenphysik, ja. So tief in unser Universum beziehungsweise in unsere Welt einzudringen, dass du in die Quantenphysik kommst, kannst du nur mit den dazugehörigen Mitteln, das heißt Werkstoffen, dass du überhaupt so tief, so kleine Varianten beobachten kannst und daraus Schlüsse ziehst. Photonen, Lichtphotonen zu beobachten, ist ohne diese Technik gar nicht möglich. Unsere Technik im Fernseher, in Handys, in der Mikrotechnik. Ja. Ja, das ist heute schon möglich, dass ich dir einen Chip implantiere bei einer Impfung. Genau. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ja. Das ist möglich. Wird sogar Werbung gemacht sogar dafür. Ja. Also in Schweden zum Beispiel für Kinder unter die Haut und so. Also, verstehst du, was da alles möglich ist? So tief will ich jetzt gar nicht eindringen, um jetzt nochmal da weiter zu philosophieren, weil da hätte ich schon Dinge, die ich sagen könnte, aber nicht jetzt in diesem Moment. Ja, okay. Gehen wir also zurück. Wir sind in diesem System, was wir jetzt gerade nochmal besprochen haben. Und ich habe meine These jetzt nochmal dargelegt in den letzten Minuten. Ja? Jetzt gehe ich mal zur Antithese. Genau. Und sage ganz einfach, ja, dieses System verscheißert uns, gaukelt uns einen möglichen Wechsel vor, führt uns absolut in die Depression,
um uns dann aus der Depression zu entfalten zu einem besseren, angeblichen. Und dabei werden wir erstmal richtig kontrolliert. Mhm. Ja, man führt uns also richtig erstmal down. Und was wäre dafür nötig? Also, was dafür nötig wäre, wäre Angst. In der Normalzeit, die wir früher hatten, war die größte Angst immer Krieg. Mhm, genau. Ja, noch schlimmer als Terrorismus ist richtiger Krieg. Breitflächig. Das war eigentlich genau richtig, ja. Ja, da, okay. Da gibt es ja die sagen wir mal, Varianten von Äußerungen im Netz, dass Clinton, wenn die an die Macht gekommen wäre, wären wir schon längst im Krieg. Ja, durchaus denkbar. Ja. Aber ich glaube, die sind clever genug gewesen und hätten gar keinen Krieg gemacht, sondern sie hätten ein Virus in die Welt gebracht. Und das hätten sie vielleicht Schnickschnack genannt. In dem Fall heißt es Corona. Mhm. Ja? Mhm. Wenn dieses Virus jetzt stark genug wäre, viele Menschen hinzuraffen, dann würde es doch Angst erzeugen. Es muss noch nicht die Menschheit ausrotten, aber es würde Angst erzeugen. Will keiner haben, ja. Wenn du merkst, auf einmal so und so viel, 100.000 sterben täglich, dann hast du in ein paar Monaten ein paar Millionen. Ja? Und ganz kurz, du selber sagst halt, okay, ich... Warte, lass mich aussprechen. Okay, ja, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber genau das ist das, was ich gerade sagen wollte, ja. Dann sagt der Mensch natürlich, oh shit, jetzt muss ich was machen, weil ich will ja nicht sterben. Genau. So, ganz simpel, Angst. Aber auch eine begründete Angst, weil da passiert ja was. Mhm. Jetzt passiert Folgendes, und ich hatte das auch schon mal gesagt, wenn diese Eliten, die uns seit langer, langer Zeit kontrollieren, etwas machen, machen sie es nicht nur auf einer Ebene, sondern sie machen die Dinge auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig und versuchen damit, das Optimum zu erreichen. Wenn du also jetzt genügend Menschen Angst eingejagt hast, dann wirst du auch ganz locker eine Impfung hinbekommen. Wenn du eine Impfung hinbekommst, dann kannst du in dieser Impfung unterschiedlichste Varianten des Impfstoffs fabrizieren, weil du es ja selber tust, und kannst entweder dafür sorgen, dass ein gewisses Potenzial an Impfstoff tödlich ist, sodass du durch die Impfung nochmal die Menschen um so und so viel Prozent reduzierst, und einen anderen Teil der Menschen, denen gibst du die Impfung, die wirklich gegen das Virus sind. Ja? Okay. So dass du bestimmen kannst, in welchen Regionen der Welt wie viel Prozent übrig bleibt. Ja. Verstehst das ist eigentlich unvorstellbar, aber es ist für mich jetzt wirklich nachvollziehbar. Verstehst du, wie clever und einfach das eigentlich ist? Ja. Voraussetzung ist natürlich, dass dieses Virus nicht ein natürliches Produkt ist, sondern ein hergestelltes. Wenn du ein Virus herstellen kannst, dann kannst du auch die Impfung herstellen. Weil du hast ja die Grundlage selber erschaffen. Also hast du auch die Grundlage dafür, dich dagegen zu immunisieren. Genau, ja. Du musst keine jahrelange Forschung betreiben. Wenn du also der Initiator dieses Virus bist und besitzt die praktisch Immunität dadurch, dass du dich dagegen impfst, kannst du es in die Welt schicken, dir wird nie was passieren. Ja, genau. Siehst du? Aber... Moment. Ja. Phase 1. Okay, ja, ich weiß, worauf du noch. Alles klar. Ja, ja, Phase 2 ist... Dadurch bricht die Wirtschaft aber auch zusammen. Das sehen wir ja hier, was hier gerade passiert. Richtig, ja. Und obwohl hier gar nicht viel passiert ist im Sinne vom Virus, bricht die Wirtschaft überall zusammen. Sie haben aber, wenn wir jetzt der These B folgen, von der ich gerade spreche, ja, wenn man der Menschheit jetzt diesen Schlag versetzen wollte, Hillary Clinton wäre am Start, Trump hätte es nicht gegeben, dann hätten wir dieses Szenario schon eher gehabt. Kurze Zeit danach, aber viel wirkungsvoller, weil jetzt das Virus wirklich seine Wirkung tut. Dann würde die Wirtschaft genauso nur extremer zusammenbrechen. Ja. Das heißt, die Menschen wären extrem gebeutelt. Genau. Der normale Durchschnittsmensch. Ja. So, jetzt kommst du aber in der Phase als Erlöser und sagst, übrigens, ich habe jetzt das Gegenmittel, den Impfstoff. Die Impfung, genau. Und wir haben Technologien, euch auf ein Niveau zu bringen, innerhalb kürzester Zeit, wo wir die Wirtschaft wieder hochbringen. Weil wir nehmen zum Beispiel das, was jahrzehntelang unterschlagen wurde, wir benutzen jetzt freie Energie.
Wir benutzen jetzt Wasserstofftechnik. Mhm. Mhm. All das, was schon lange im Karton liegt, mhm, was nie benutzt wurde, mhm, weil es der Wirtschaft, die uns ausbeutet, geschadet hätte. Ein Wasserstoffauto, damit kannst du kein Geld verdienen, sagen wir mal zumindest nicht in der Energieindustrie, weil Wasser ist endlos vorhanden. Mhm. Und was, mhm, kommt hinten raus? Mhm. Wasserdampf. Mhm. Ja? Also all diese Probleme, mhm, die ein normales Auto hat, für den Menschen und Geld, was er zahlen muss, würde da zum großen Teil wegfallen. Ja. So, wenn ich also jetzt in der Situation bin, dann als der Erlöser aufzutreten, dann nimmst du auch den Chip nachher in der Impfung. Dann sage ich dir auch, du brauchst auch kein Geld mehr. Weil wir haben ja jetzt die Industrialisierung so weit hervorgebracht, dass du gar nicht mehr arbeiten, genau, musst, großartig. Ja. Ja. Du kriegst jetzt deinen Chip rein und du brauchst auch kein Bargeld mehr. Das heißt, du bist völlig unter Kontrolle eines Systems, von dem du glaubst, was ja jetzt nett ist zu dir. Ne? Die tun dir ja nichts. Ja, ja, aber in deinem Interesse, also was man, ja, ja, genau. Aber wenn du nicht folgst, dann macht's Klick und du bist nicht mehr da. Verstehe. Ja, das passiert, mhm, nicht innerhalb von, mhm, 3 Tagen. Mhm. Das passiert auch nicht innerhalb von 1 Jahr. Aber, mhm, das kann passieren über eine Zeit von 4, 5, 6 Jahren. In dieser These, die ich jetzt gerade als, mhm, Antithese von meiner gesagt habe. Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir aber einen anderen Status. Wir haben doch gesehen, dass Hillary Clinton nicht gewonnen hat. Einmal? So. Jetzt hat man gesehen, dass in den ersten Jahren alles versucht wurde, Trump wegzuradieren. Weltweit eigentlich. Kein, ja, Staat, ja, der westlichen Welt hat irgendwie positiv über Trump, ja, gesprochen. Wir sehen also, dass da tatsächlich, zumindest augenscheinlich, ja, ich sage immer zu bedenken, man muss die Dinge kontrolliert und beobachtet, weiter beobachten. Ja. Hat Trump in der Phase doch nur Antipathie in diesen Regionen ausgelöst, im Mainstream und in den anderen Regierungszentren. Nicht unbedingt bei den Menschen auch, weil er so publiziert wurde. Ja? Genau, als die Medien haben... Als der Bösewicht. Genau. So, er hat aber tatsächlich sehr gute Dinge bisher vollrichtet, wenn man sich genügend informiert. Und wir befinden uns in dem letzten Jahr von Trumps Amtszeit. Das heißt, Ende des Jahres ist die Wahl. Und jetzt kam, oh, wie merkwürdig oder doch sehr, sehr obskurs, Anfang des Jahres ein Virus. Ja, ja. Und dieses Virus sorgt dafür, dass das passiert, was gerade passiert. Aber dieses Virus ist meiner Meinung nach genau das, was Hillary Clinton benutzt hätte, wenn es denn nicht entschärft worden wäre. Ja, es klingt so logisch, ja. Mhm. Mhm. Und das ist für mich die Logik, mhm, die an der Agenda weiter festhalten und die dafür gesorgt haben, dass dieses Virus in diese Welt kommt. Mhm. Haben nicht gewusst, dass dieses Virus das harmlose Virus der Welt ist. Sondern sie sind davon ausgegangen, dass dieses Virus jetzt etliche Millionen hinrafft. Darum auch die ganzen Prognosen, wo sich Ärzte und Politiker aus den Fenster gehangen haben und erzählt haben, was jetzt alles passieren wird. Nichts davon ist eingetreten. Aber jetzt, nachdem sie das kapiert haben, konnten sie nicht mehr zurück. Sie mussten das durchziehen. Da muss ich jetzt ganz kurz, entschuldige mal, für die Zuschauer, ja, weil das fühle ich jetzt gerade. Liebe Zuschauer, wenn das Virus, wie wir jetzt annehmen, ursprünglich als wirklich hochgefährlich und tödlich in vielen Fällen und wirklich ein Dahinraffen erzeugt hätte, dann ist es ganz logisch, dass jeder Angst bekommt. Aber das Phänomen ist ja, also ihr könnt euch vorstellen, dass dann jeder, ich sag's mal so, ihr könnt euch vorstellen, dass dann jeder alles macht und alles abnickt, nur damit er irgendwie davon verschont ist. Aber es ist ja so, und das kann man erkennen, dass das jeder machen würde, weil es jetzt schon, wo man eigentlich erkennt, wenn man genau hinsieht, dass dieses Virus harmlos ist und auf keinen Fall irgendeine höhere Sterberate wie eine Grippe erzeugt, trotzdem den Leuten die Angst teilweise eingejagt werden konnte, dass die immer noch im Wald mit Maske rumlaufen. Genau. Und jetzt hast du also praktisch das Spiegelbild und kannst reinschauen, wie weit du selber bist und wie weit andere sind.
Du kannst jetzt bei dir selber feststellen, wie weit glaubst du das? Wie weit bist du in Angst? Ja. Oder wie weit bist du nicht in Angst? Das hat mit deinem Verstand zu tun, wie weit du dich geistig mit der Sache auseinandersetzt und dann logische Schlüsse ziehst. Ja? Lass mich an der Stelle jetzt weitermachen. Mhm. Wenn wir das verstanden haben, dass dieses System diesen Gedanken hatte, konnten sie nicht aufhören. Sie mussten weitermachen. Ja, ja. Mhm. Denn wenn sie aufgehört hätten, hätten sie sich demaskiert. Und die Menschen, die uns kontrollieren noch in den Regionen, von denen wir sprechen, sind alle, die Wissenden, sind sich bewusst, dass sie vor ein Kriegsgericht kommen. Sie kommen nicht vor ein normales Gericht, weil sie im Sinne des Hochverrats gearbeitet haben. Ob ihnen das bewusst war oder nicht, spielt keine Rolle für die, die dann die Kontrolle haben. Ja. Weil die Kontrolle, die jetzt hinter dem stehen, so meine These, ist ein Großteil das Militär. Mhm. Mhm. Und da wird abgeurteilt. Militärgericht, Militärgerichtsverband. Nach dem, was geschehen ist. Was nicht zum Militärgericht gehört, wird auch nicht dort abgeurteilt. Mhm. Aber ein Großteil der Politiker und der, sagen wir mal, Elite, die noch an der Agenda hängen, von der sie glauben, dass sie sie noch durchführen müssen. Weil dass es sie überhaupt noch gibt, weil sozusagen. Weil sie nicht wissen, dass es sie schon gar nicht mehr dort ganz oben gibt. Ja. Die wissen ganz genau, dass das, was jetzt auf sie zukommt, wenn sie aufgeben, unvermeidlich ist, dass sie mit dem Leben und auf dieser Welt nicht mehr froh werden. Nie mehr. Ja, Moment. Aber jetzt könnte dann auch langsam, wir sind ja so, es wäre, wir sind mir so einfach als Stichwort Point of No Return. Ja, also sie sind über den Punkt hinaus. Aber sie sind in der Zwickmühle. Das ist so eine, wirklich egal, was du machst, weil sie können nicht mehr zurück. Aber sie müssen doch auch spüren, dass auch die andere, der andere Weg, also weitermachen, genauso aussichtslos, immer aussichtsloser erscheint. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel mal das Gröbste sage oder du dir vor Augen hältst, ich würde dir sagen, wenn du jetzt aufgibst, wirst du in 3 Wochen erschossen. Ja? Mhm. Aber du weißt, du könntest noch ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr weiter basteln und vielleicht gibt es ja irgendeine Chance, da rauszukommen. Oh Mann, das ist so einfach, du hast richtig, ja, klar. Ja, 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 das ist wirklich, jetzt kannst du mir da gerade, ist mir da gerade ein Groschen gefallen, muss ich ehrlich sagen, das ist ein wunderschönes Beispiel oder ein Bild, ja. Ja, und jetzt du hast muss vollkommen es, recht, klar. Jetzt muss es nicht unbedingt sein, dass du gleich erschossen wirst. Aber wenn du weißt, dass in deiner Gesellschaft, in der du jetzt bist, Frau, Kinder, Umfeld, alle erfahren, was du gemacht hast, und du gehst für 20, 25 Jahre ins Zuchthaus, ja, und du weißt ganz genau, du wirst in der ganzen Öffentlichkeit erkannt als der, der du bist und das, was du getan hast. Ist das nicht genauso, als wenn ich dich erschießen würde? Vielleicht sogar noch schlimmer, aber da komme ich noch. Aber siehst du, und die Menschen, die wissen das. Und die sagen sich, lieber bastel ich jetzt weiter rum und habe vielleicht doch noch, auch wenn die Chance noch so klein ist, eine Chance da rauszukommen, als dass ich jetzt aufgebe. Und dann klar, richtig, ja, will ich jetzt auch unter denen nicht jeden über einen Kamm scheren. Da gibt es dann sicherlich auch den einen oder anderen, je nachdem, wie er sich selber einschätzt, wie schlimm seine Taten waren, die dann sagen, okay, scheiße, ich mache nicht mehr weiter. Ja. Das sind die, die umfallen und sich vielleicht sogar bereit erklären, Dinge zu machen, die sie sonst nicht gemacht hätten. Unter Anleitung oder ohne Anleitung. Also mit der neuen Agenda, ja, die hinter Trump steht, oder einfach aus eigenen Anlässen. Flucht nach vorne. In die Öffentlichkeit gehen, anders argumentieren, in der Bild auf einmal als Reporter Dinge darstellen, die sie früher ganz anders dargestellt haben. Ja? Bild ist nur ein Beispiel. Ja, 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 aber es gibt diese Absatzbewegungen. Aber wir könnten uns jetzt weiter über dieses Thema unterhalten und viele, viele Beispiele bringen. Ich rege hier nur zum Nachdenken an. Ich sage hier nur meine These und die Antithese. Und lass mich
Darf ich an der Stelle bitte noch weiter ausführen? Ja, weil, bitte, natürlich. Weil das noch dazu gehört. Weil ich hatte ja gesagt, dieses System muss runtergefahren werden, damit der Erlöser kommt. Wie immer der geartet ist. Eine Nation, Politiker, eine Politikergruppe, Parteien im negativen Sinne, ja? Oder auch im positiven Sinne, so wie ich es gerade erklärt hatte, dass Trump die Agenda für die führt, die hinter ihm stehen, vielleicht mit Putin zusammen und vielleicht sogar mit Xinjiang zusammen. Aber so tief stecke ich nicht drin, aber das macht für mich den Anschein. Ja. So, wenn wir aber jetzt in dem positiven Sinne die Dinge nochmal verfolgen, brauchen wir auch einen Down der Industrie. Wir brauchen eine Säuberung innerhalb der Industrie, innerhalb der Politik. Mhm. Die Parteien müssen weg. Mhm. Dieses alte Finanzsystem muss weg, was auf Schuld basiert. Wir brauchen keinen Neustart, weil sonst kommst du wieder. Ja, ja. Nur in ein System, was ähnlich geartet ist und du wirst ein paar Jahre glauben, alles ist gut und dann steckst du wieder in dieser Misere drin. Sondern du brauchst einen Neustart und dazu muss das Alte weg. Und jetzt überleg mal, was passiert. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Das Geld, was wir im Moment im Umlauf haben, ist nur so lange etwas wert, wie jeder daran glaubt. Und es gibt keine Deckung dahinter. Mhm. Kein Staat der Welt wirbt für das Geld. Keine Bank der Welt hat irgendwelche Rücklagen in Form von Werten, die dieses Geld deckt. Mhm. So, und darum ist, finde ich das so wahnsinnig intelligent, was dort passiert, weil Trump schmeißt mit dem Dollar, der ja auch von der Fed organisiert noch ist, auch wenn sie nicht mehr unter der Kontrolle der gleichen Organe ist, ist immer noch das Fed-Geld. Ja, 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 genau, genau. Das ist immer noch der Fed-Dollar, der nichts wert hat. Den schmeißt er raus und kauft und macht und tut. $1,000 pro Bürger und macht und tut und alles. Schmeißt alles, raus alles ohne läuft. Ende. Ja, alles es läuft. Fällt auf, ja, richtig. Ja. Wenn du nachher weißt, vorher schon weißt, dass du eine Agenda hast, wo in ein paar Monaten der Dollar sowieso wegfliegt und du machst eine völlig neue Währung. Und es gibt überall Generalschuldenerlass, weil du ja eine neue Währung hast. Die alte Währung existiert nicht mehr. Es ist keine Währungsreform, verstehst du? Das ist das, was früher war. Ja, ja, ja. Da kommst du immer wieder ins gleiche Spiel. Sondern eine Währung verschwindet, als wäre sie nie da gewesen. Es gibt keine Schulden. Das neue Geldsystem basiert nicht mehr auf Zinsen. Ja, aber entschuldige, es gibt keine Schulden, dann gibt es aber auch keine Guthaben. Es gibt Guthaben insoweit, die physisch sind. Genau. Also, aber ich meine, Kontostand einfach mal. Kontostand gibt es dann auch nicht mehr. Kontostand kannst du, je nachdem, wie du das neue System nachher etablierst, bestimmen. Meine Variante ist die. Alles Geld, was ein Normalbürger im Moment auf seinem Konto hat, Dollar, Euro oder was auch immer für eine Währung, hat ja im momentanen Momentum einen Wechselkurs. Mhm. Und vor allen Dingen in Bezug zum Euro, D-Mark, Franc, italienische Währung, was auch immer, gab es einen Status, als der Euro eingeführt wurde. Genau, einen festgesetzten Wechselkurs, ja, für pro Währung, genau. Wenn wir jetzt, wir nehmen jetzt einfach die D-Mark mal, weil wir hier in Deutschland sind und sagen jetzt, okay, da waren 1 Euro als Beispiel 2 D-Mark. Jetzt hast du auf deinem Konto 1 Euro. Dann kriegst du 2 D-Mark, gut geschrieben. Okay. Aber nicht mehr unter den gleichen Voraussetzungen wie früher über eine Zentralbank, sondern staatlich gedecktes Geld. Verstehe, alles klar. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Moment mal, da gibt es doch aber viele, die haben Milliarden angehäuft in diesem System und haben in diesem System verbrecherisch agiert, haben Menschen ausgebeutet, Konzerne etc. Das ist alles bekannt. Weil ich dir gesagt habe, CIA, FBI, NSA ist alles nicht mehr in der Hand des Deep States. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, es sei denn, er lebt irgendwo in Uganda in den Zonen, wo er mit Bananen und Äpfeln zahlt. Ja, ja. Aber keiner, der mit Währung arbeitet, der nicht erfasst ist. Natürlich. Ja, natürlich. Wenn er nicht logisch als Mensch erfasst ist, ist er als Firma erfasst. Ja.
Und die Geldflüsse, die über die Schweiz, Liechtenstein, Jersey und anderen Konstruktionen bisher verheimlicht wurden, wurden vom System verheimlicht. Die wissen die, die kennen die, ja genau. Ja, und der NSA kennt die auch. Ja, ja, genau. Der MI6 kennt die auch und andere Geheimdienste. Wenn du also verstehst, dass dieses System alle Schlüssel, sagen wir mal, Punkte, die wesentlich und substanziell waren, nicht mehr in deren Hand sind, jetzt bei der neuen Agenda in deren Hände sind, ja, dann nutzen sie das. Darum sind wir in einem Wechsel des Systems, in einem Reichtum für die Bevölkerung, weil nämlich jetzt die Werte, die uns unrechtmäßig entnommen wurden, Steuern, die viel zu hoch waren, die dann natürlich abgeflossen sind zu den Eliten, genau, die damit Schlösser und was weiß ich nicht was gekauft haben. Das ist jetzt nur ein simples Beispiel. Ja, ja. Die sind bekannt. Diese Werte kannst du nachher rekonstruieren und der Bevölkerung in Form von Wohlfahrt zukommen lassen. Der Allgemeinheit der Menschheit. Jetzt sind wir in einem Punkt, wo jemand sagen kann, ey, der ist ja irre, der spricht ja Science Fiction. Ja, auch das ist wieder okay. Sollte auch jeder für sich, wenn er es glaubt, sagen. Ja. Sollte auch drüber nachdenken. Aber war nicht Fliegen auch mal Science Fiction? Schönes Beispiel, ja. Oder Weltall, ja, Satelliten, was weiß auch ich. Immer. Ja. Aber was ich jetzt gesagt habe, ist doch viel greifbarer als Fliegen. Allerdings, ja. Allerdings. Es ist nur abhängig, welche Menschen dahinter stehen. Wenn wir also glauben, die Agenda hinter Trump sind die gleichen Köpfe, die vorher schon da waren, dann kannst du alles, was ich jetzt gesagt habe, vergessen, weil es wird nicht eintreten. Richtig, ja. Es wird das Negative eintreten. Wenn aber wirklich andere Köpfe dahinter stecken, dann wird etwas in der Richtung mit Sicherheit eintreten. Ob es exakt so ist, ist dabei gar nicht der entscheidende Punkt. Wichtig ist, dass es dann ein anderes System geben wird, was auf dieser Basis ähnlich laufen wird. Liebe Zuschauer, lieber Mike, wir sind fast am Ende, aber ich möchte noch mal ein konkretes Tagesereignis noch mal ansprechen. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück auf, wie weit die Leute sind oder wie hoch der Empörungsgrad ist, der ja gewollt ist, ja, folgt man, wenn man unserer These folgt oder deiner These. Mittlerweile sage ich unser, weil ich sie übernommen habe. Du hast recht. Jens Spahn in Wuppertal. Wuppertal gilt eigentlich als ultra-links-grünes Biotop. Da ist die AfD, glaube ich, weit unter 10%. Und da kommen so Leute wie Helge Lindt her, der SPD-Abgeordnete, der alle Muslime irgendwie ein Denkmal setzen möchte und am liebsten alles, also super extrem, ja. Und dort wird er empfangen bei einem Bürgertreff. Es waren bestimmt 100 Leute, vielleicht auch mehr, die da mit verschiedensten Mitteln ihren Unmut geäußert haben. Maskenmörder, Trillerpfeife, Verbrecher, geh nach Hause, hau ab, was weiß ich. Also es sah dann schon fast halb nach einer Flucht aus in der Dienstlimo. Lass mich nur mal spinnen, ja, darf man ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt wirklich die Bevölkerung war und dass das keine Agent Provocateur waren. Ja, vielleicht waren da auch welche dabei. Aber das ist doch eigentlich ein tolles Hoffnungszeichen. Das ist gerade auch in Wuppertal, die Stadt ist jetzt wirklich nicht als Hochburg der Opposition bekannt. Ja. Ich gebe dir völlig recht, all diese Dinge sind Zeichen. Wie gesagt, man muss oder man sollte besser gesagt sich immer die Dinge so gut wie möglich anschauen und dann ins Verhältnis setzen zur eigenen These, wenn man eine hat. Genau. Und mehr kann man nicht machen. Du kannst nur versuchen, das daraus zu entnehmen, was dir deine geistige, sagen wir mal, Voraussetzung durch dein Nachdenken über die Situation nachher abliefert. Mehr oder weniger kann das so oder so sein. Für mich, ich würde das als positiv bezeichnen, ja, weil ich in der Situation nicht die wirkliche Logik sehe, dass das initiiert sein soll. Ja, okay. Wenn meine These nicht stimmt und dann die Antithese stimmen würde, dann würde es dazu passen, weil das Ganze nur ein Schauspiel ist. Aber nochmal, wenn diese These
stimmen würde, dann ist für mich, sind da zu viele Haken drin und Ösen, die nicht stimmig sind. Ja. Dann würde dieses Virus auf einer ganz anderen Ebene funktionieren. Genau, dann stimmt das nicht. Da fängt das schon an. Ja, ja. Ist klar. Diese ganzen Dinge, die hier passieren, sind zu wirr, als dass es ein Schauspiel ist von denen, die uns früher kontrolliert haben. Aber lass mich noch eine Sache zum Schluss sagen, weil wir haben noch ein paar Minuten, wenn ich meine Uhr hier richtig sehe. Ja, bitte. Was ich hier gesagt habe, ist das, was ich persönlich glaube. Was ich morgen, übermorgen glaube, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, was morgen, übermorgen passiert. Ich orientiere mich also auch an den Dingen, die passieren. Wenn ich aber, und das habe ich auch schon öfter gesagt, meine Denkweise aus der spirituellen Sichtweise mit einbringe und lasse jetzt mal den rationalen Verstand, was wir bisher ja hatten, hauptsächlich in unserem Gespräch, zur Seite. Ja. Dann möchte ich auf Folgendes hinweisen. Ich hatte schon mal gesagt, dass China ein Vorzeigestaat ist in der Mechanerie für die, die uns vorher kontrolliert haben. Weil dieser Staat ist ein Kontrollstaat. Ja, total. Ja. Hochtechnologisiert und kontrolliert. Amerika wurde nachweislich von China in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger über Manipulationen der Regierung intern in den USA, über die Regierungsstruktur von Obama rückwärts, kontrolliert, ausgebeutet. Technologie etc. Die USA ist genauso wie Europa immer mehr verfallen vom wirtschaftlichen Aspekt. Das haben die Menschen sehr deutlich mitbekommen. Nicht die Oberreichen, aber die normalen Durchschnittsmenschen. In Europa ist das genauso der Fall und in Deutschland extrem wahrnehmbar. Das heißt, auch Deutschland ist bewusstermaßen ausgebeutet worden. Auch über China. Wenn du dir anschaust, wie viel Milliarden China investiert hat in Hightech-Industrie etc. in Europa und in Amerika und die Technologien rübergeholt hat in Irland und wie abhängig wir von diesem Land sind, dann sollte dir aber klar sein, dass es nicht der Chinese war, sondern die, die uns seit Jahrhunderten kontrollieren. Weil sie sind nicht abhängig von einer stationären Umgebung. Du musst nicht glauben, dass der Deep State nur in den USA vorhanden ist oder nur in Europa, sondern er ist in der gesamten Welt. Und dort, wo ihre Monopole sind, wo sie sich am besten aus entfalten können, dorthin wechseln sie. Früher waren sie mal in Rom, das Römische Reich. Davor waren sie mal in Ägypten. Davor oder dazwischen waren sie mal in Griechenland. Ja, ja. Es ist schon immer so. Das heißt, China, nicht der Chinese. Ja, ja. So, wo kommt denn das Virus her? Angeblich Wuhan, genau, China. Muss ja heute Party feiern übrigens. Meiner Überzeugung nach Deep State. Genau. In China. Darum war die Verlagerung von USA nach China der Deep State. Das heißt nicht die kommunistische Partei. Die ist genauso ausführendes Organ wie eine Merkel hier. Ja, 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 verstehe. Ich will aber nochmal... Aber warte, jetzt noch was. Jetzt komme ich noch zu einem höheren spirituellen Punkt. China hat als Symbol der Kraft und der Stärke und in Anbetung einen Drachen. Was ist ein Drache? Ist das ein natürliches Wesen? Nein, weder natürlich noch, es wird, also nicht noch, sondern wird er eher als Bedrohung empfunden. Von bestimmten Menschen ja, in China nicht. Genau. In China ist der Drache ein Glückssymbol. Ja, ja. Das heißt, in China gibt es eine jahrtausendelange Erziehung, dass der Drache das Positive ist. Stimmt, das ist. Damit heißt das nicht, dass ein Chinese, der das glaubt, deswegen schlecht oder gut ist. Der hat es nur so gelernt. Ja, genau. In der Bibel, was ist der Drache da?
Eigentlich das Böse. Satan. Genau. Mhm. Genau das Gegenteil. Ja. In unserer Welt, in der westlich orientierten Welt, ist der Drache das Symbol dafür, dass das Böse existiert. Mhm. Der die goldene Schätze und die Prinzessinnen und wen auch immer bewacht als Eigentum. Ja. Und Siegfried, der Drachentöter, tötet den Drachen. Wer ist Siegfried? Ist das nicht ein Deutscher? Ein Blonder mit blauen Augen? Die Nibelungen-Sage. Eigentlich, jetzt wird's wirklich interessant. Ja, das finde ich jetzt, auf den Spin wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen. Aber das ist jetzt wirklich, jetzt schließt sich wieder ein Kreis, sage ich mal. Ja. Satan ist auf die Erde geworfen worden. Von wem? Von Erzengel Michael. Ja, richtig. Mhm. Und Satan war zornig, weil er hatte nur wenig Zeit auf der Erde, die Menschen zu verfolgen. Ja. Weil er wusste, dass der Tag kommt, an dem er vernichtet wird. Es wird immer klarer. Ja. China ist nicht der Mensch in China der Schlechte, den ich damit jetzt diskreditieren will. Ja. Sondern die Symbolik, die dahinter steht, muss man verstehen. Der Drache, dort hat sich der Deep State niedergelassen, in dieser Symbolik. Von dort kommt das Virus. Mhm, mhm. Und hier in Deutschland, wo gab es die größte Demonstration gegen das Virus bis jetzt? Das war Berlin. Und das ist Deutschland, oder? Genau. Weltweit, so meinst du. Ja, genau, weltweit. Die größte Demonstration war weltweit bis in Deutschland. Jetzt, weil, genau. Liebe Zuschauer, wir sind ja heute am Mittwoch. Wir sind ja noch nicht so weit wie an dem Tag, wo das Video ausgestrahlt wird. Also ja. Die Demonstration, die noch kommen wird, kann ja viel extremer sein. Aber von der wir jetzt sprechen... Oh, Wahnsinn. Wir kommen wieder... Ja, ja. Und in der Mythologie der alten Lehren ist das deutsche Volk ein ganz wesentliches Volk im Erwachungsprozess. Auch wenn es noch endlos viele Schläfer in Deutschland gibt, wie in der ganzen Welt. Mhm. Es wird eine Initialzündung sein von hier. Und ich sage nochmal Siegfried, der Drachentöter. Mhm, mhm. Liebe Zuschauer, da muss ich aber jetzt nochmal wirklich, da muss ich jetzt nochmal dazu hinweisen, vielleicht gibt es ja auch welche, die wieder erwarten, nicht alle Salongespräche gesehen haben von uns, weil das ist alles konsistent, weil Mike hat es schon mit der Spiritualität des deutschen Volkes und eigentlich auf dem ersten Hören war das ein bisschen ungewöhnlich, aber dass die Deutschen diejenigen sind, und es ist ja, passiert ja gerade, dass die Deutschen diejenigen sind, die wir laden die Welt ein, Europa ein und so weiter. Und dass es auch von Deutschland ausgeht, dass es eine dermaßen weltweite Beachtung findet. Ja, und zwar, es gibt zwar überall Demonstrationen in Spanien, Frankreich, aber diese Berliner Geschichte, der 1.8. und jetzt der 29.8., das überschattet, also das toppt alles. Und so wird für mich auch wirklich ganz logisch ein Schuh draus, dass die Deutschen da die wichtigste Rolle spielen. Ja, die Deutschen sind über lange, lange genau. Zeit verurteilt worden und diskreditiert ja. worden für Dinge, die sie in dem Rahmen, bewusst höheren Rahmen, wie es ihnen vorgeworfen wurde, nicht schuld sind. Ja. Nicht, dass wir als Menschheit völlig unschuldig sind und wir Deutsche nicht unschuldig sind an vielen Dingen. Ja. Das betrifft aber die ganze Menschheit, nicht nur uns. Ja, ja. Und dass man auf uns so extrem das Schwert geschleudert hat. Richtig. Hat einen Grund. Aus spiritueller Sicht wollte man diesen Tag vermeiden, wo das deutsche Volk aufsteht. Aufsteht aus der Lethargie, sich selber wieder erkennt und das Volk der Dichter und Denker wieder wird. Und sich nicht verdummen lässt von einem Schulsystem, was uns klein, abhängig, dumm und unselbstständig macht.
Und genau an dieser Schwelle stehen wir jetzt. Es liegt also an jedem von uns, in sich zu kehren und zu sagen, in ihm steckt viel mehr als nur das, was er in der Schule oder von der Regierung gehört hat, sondern jetzt wirklich anfängt, Eigenverantwortung zu übernehmen, seinen Geist anzustrengen und sich von dem rein rationalen, egoistischen Denken dieser Welt mehr und mehr zu distanzieren und wieder ein Miteinander, Füreinander, nicht nur auf eine Nation bezogen, sondern auf die Welt bezogen, Natur mit diesem Planeten im Einklang zu leben. Das wäre in dem Fall auch mein Schlusswort für heute. Ich wollte es gerade sagen, ein wunderbares Schlusswort. Und wir haben jetzt, also nicht wir, sondern du, Mike, hast jetzt wirklich einen wunderbaren Kreis geschlossen, finde ich auch nochmal. Und es sind wirklich, das ist kein Selbstlob, weil ich lobe ja eher den Mike, aber ich muss hier wirklich sagen, wir in diese Salongesprächen, wir erzählen jetzt nicht in, oder du erzählst es, kann man dir wirklich gar nicht vorwerfen, dass du in jedem Gespräch irgendwie umschwenkst und sagst, naja, also ja, habe ich zwar letztes Mal gesagt, aber das sind wir jetzt nicht mehr, ja. Es hat alles eine Logik in sich und es passt alles und es gibt auch nichts, wo ich sage, aber Mike, mein Lieber, also da sind aber jetzt das und das ist aber passiert, das passt ja jetzt irgendwie gar nicht, ja. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Ich wollte noch sagen, Mike, ich gebe zu, wir haben das versprochen, aber die Dynamik überrollt uns beide ja auch irgendwo. Worauf ich anspreche, ist Kommentare, vielleicht mal eine Direktübertragung. Aber liebe Leute, das ist alles immer noch aktuell. Aber machen wir zur rechten Zeit. Wir sind hier auch selber auch ein bisschen am Schauen, dass wir nicht überrollt werden von den Ereignissen und müssen auch uns ist lieber, wir führen diese Salongespräche, so sehe ich es zumindest, als wenn wir jetzt zu dem Zeitpunkt auf die Kommentare eingehen. Ja, aber ich kann euch versprechen, Mike, du wirst es bestätigen, das hast du auch schon während des Gesprächs, wir sind da ganz aufmerksam und schauen uns die an und freuen uns über jeden Kommentar. Genau. Und über jedes Like, auch sogar über ein Dislike, kann jeder machen, wie er denkt. Ja, es gibt keine Forderung hier, dass wir alle hier jetzt Zustimmung hundertprozentig haben wollen und alle anderen sind doof oder irgendwas. So ist es auf gar keinen Fall. Mike, ich danke dir sehr. Ich bin schon wieder ruhiger geworden. Ich kam hier nämlich relativ, wie soll ich sagen, aus einer Hektik an und hier die Meldung heute Vormittag mit dem Verbot, was sich vielleicht, wenn das online ist, das Video so für umsonst erwiesen hat, diese Unruhe. Ja, wir werden sehen. Ich danke dir vielmals. Ich danke auch. Bitte. Ich bedanke mich beim Publikum, auch für eure Kommentare. Bitte weiter so, egal ob positiv oder negativ. Ich kann auch viel lernen, immer. Und ich wünsche eine gute Zeit. Dem schließe ich mich an. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Da freuen wir uns immer. Macht es gut. Servus. Ciao.